Konfrontation in Berlin. Panzerrollen. An der Frontlinie zwischen Kommunismus und Kapitalismus stehen sie sich schussbereit gegenüber. Nach ihrem Sieg über Hitler-Deutschland schütteln sich Stalin, Truman und Churchill die Hände. Berlin ist aufgeteilt in 4 Besatzungszonen und wird im alliierten Kontrollrat gemeinsam verwaltet. Doch die Freundschaft hält nicht lange. Die Gegensätze zwischen West und Ost sind zu groß. Der sowjetische Geheimdienstchef Lavrenti Beria besucht das zerstörte Berlin. Ein neuer Krieg steht bevor, der Kalte Krieg. Und an vorderster Front stehen die Agenten der Geheimdienste. Deutsche Geheimdienstler suchen nach Kriegsende Verbindung zu den Amerikanern. Viele haben sich Dienstakten gesichert. Auch ein General im Oberkommando von Hitlers Wehrmacht setzt sich ab. In seinem Gepäck 50 Kisten mit Nachrichtenmaterial über die Rote Armee. Sein Name Reinhard Gehlen. Mit diesen Geheimakten will er sich einkaufen bei der westlichen Besatzungsmacht, den Amerikanern. Gehlen stammt aus einer deutschnationalen Familie. Nach dem Abitur kommt für ihn nur eines in Frage, eine Offizierslaufbahn. Er macht bald Karriere. 1942 übernimmt Gehlen die Leitung der Abteilung Fremde Heere Ost, eine Spionageabteilung. Nach Ende des Krieges bietet Gehlen den Amerikanern seine Dienste an. Sie bringen ihn in die USA. Ein Jahr lang wird er befragt. Die Amerikaner trauen ihm nicht wegen seiner Nazi-Vergangenheit. Aber sie haben keine Experten in Sachen Rote Armee. Es gab bei den Amerikanern bei der CIC, also der amerikanischen Truppenspionageabwehr, da gab es ganz starke Vorbehalte. Die haben auch versucht, das zu klären, sind aber politisch gescheitert. Der Grund, warum ich den Aufbau dieser Organisation im Dezember 1948 empfohlen habe, war, wir hatten keine Wahl. Die Amerikaner sind zur Zusammenarbeit mit dem Ex-General der Wehrmacht bereit. Sie werden die Organisation Gehlen finanzieren. Im Dezember 1946 zieht Gehlen mit seinen Mitarbeitern nach Pullach bei München. Die ehemalige Mustersiedlung, für Nazi-Parteifunktionäre gebaut, ist perfekt abgeschirmt und ein idealer Ort für den schnell wachsenden Geheimdienst. Trotz amerikanischer Bedenken stoßen immer mehr alte Kameraden dazu. Zu den wichtigsten Mitarbeitern zählt schon bald Heinz Felfe, ehemaliger Obersturmführer und Referatsleiter im Reichssicherheitshauptamt. Für Felfe war die Organisation Gehlen allerdings nur zweite Wahl. Ursprünglich hatte er sich beim sowjetischen Geheimdienst beworben. Dann sagten mir meine sowjetischen Freunde, sag mal, hör mal, wenn du schon mitmachen willst, dann bist du ja mit deiner Vergangenheit prädestiniert. Du hast ja schon die Eintrittskarte für die westdeutschen Geheimdienste in der Tasche, deine Zugehörigkeit zum Reichssicherheitshauptamt, deine Tätigkeit im Kriege auf dem Gebiet der Nachrichteninformationsbeschaffung prädestiniert dich ja. Bleib doch dort. Dort kannst du viel mehr nützen als hier. Die Teilung Deutschlands nimmt Gestalt an. Im Westen beschließen die Besatzungsmächte die Gründung eines demokratischen deutschen Staates. Im August 1949 wählen die Deutschen ihre ersten Bundestagsabgeordneten. Am 15. September wird Konrad Adenauer erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wie Gehlen sieht Adenauer die junge Republik vor allem durch die Sowjetunion bedroht. In Ostdeutschland veranlasst die östliche Besatzungsmacht im Oktober 1949 die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, eine gelenkte Volksdemokratie nach sowjetischem Vorbild. Immer mehr Menschen kehren dieser Republik den Rücken und fliehen in den Westen. Die Unzufriedenheit mit den politischen und wirtschaftlichen Lebensverhältnissen wächst. Die Organisation Gehlen war tatsächlich in der Zeit sehr erfolgreich. Es war eine Möglichkeit, Widerstand zu leisten, innerhalb der DDR vor allem, für Gehlen zu arbeiten. Es gab ja noch relativ viele Bewegungsmöglichkeiten. Es gab auch noch sehr viele Bindungen, alte Kameradschaften oder familiäre Bindungen, die man nutzen konnte. Und es gab auch noch
wenig rein kommunistisch-sozialistisch überprüfte, motivierte Leute. Das Regime in der DDR brauchte also auch noch die sogenannten bürgerlichen Fachleute. Und die zu werben war verhältnismäßig einfach. Nach erfolgreicher Anwerbung durch die Organisation Gehlen macht Walter Gramsch in der DDR-Hierarchie Karriere. Sein Chef ist der Staatssekretär Ernst Wollweber, Gehlens Gegenspieler im Osten. Elli Batschatis arbeitet als Sekretärin beim DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl. Über ihren Schreibtisch wandern Regierungsprotokolle und Weisungen des Politbüros. Der Antikommunist Hermann Kastner bringt es sogar zum stellvertretenden Ministerpräsidenten der DDR. Mit ihm hofft man, aktiv in die DDR-Politik eingreifen zu können. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 aber verändert alles. Als die Situation außer Kontrolle gerät, ruft Parteichef Ulbricht die Rote Armee. Die Staatsmacht siegt und schlägt zurück. Neuer Minister für Staatssicherheit wird Ernst Wollweber. Mit allen Mitteln bekämpft er den westdeutschen Klassenfeind, vor allem seinen Gegenspieler Reinhard Gehlen. Und es wurde eine Riesenkampagne gestartet, um Gehlen, um seine Organisation, seine Arbeit und ihn persönlich zu diskreditieren. Mit Schauprozessen und so weiter, also die ganze Palette. Auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin packt der Doppelagent Hans-Joachim Geier aus. Im Zeichen meiner Aufrichtigkeit übergebe ich alle Geheimdokumente, die sich in der Westberliner Spionagedienststelle X9592 der Spionageorganisation Gehlen befanden, den zuständigen Organen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Er verrät Einzelheiten über Struktur und Arbeitsweise der Organisation Gehlen. Hunderte von Gehlens Agenten werden enttarnt und verhaftet. Elli Batschatis, die Sekretärin von Otto Grotewohl, wird der Spionage angeklagt und 1955 hingerichtet. Ein schwerer Schlag für die Organisation Gehlen. In den Westen absetzen können sich nur Gramsch und Kastner. Noch können sich die Menschen aus Ost und West in Berlin frei bewegen. Die geteilte Stadt ist die Drehscheibe für Agenten und Spione. Laut einer Einschätzung der britischen Abwehr arbeitet jeder zweite Berliner für einen Geheimdienst. Auch die Organisation Gehlen hat Agenten in Berlin, obwohl es der Vier-Mächte-Status eigentlich nicht erlaubt. Das besondere Interesse der Westagenten gilt Berlin-Karlshorst, dem Hauptquartier der sowjetischen Streitkräfte und Deutschlandzentrale der Geheimdienste. Ein britischer Agent findet heraus, dass die Telefonleitungen von Karlshorst über alte Reichspostkabel laufen. Wer diese Leitungen anzapft, hat Zugang zum militärischen Telefonverkehr im ganzen sowjetischen Machtbereich. Die Briten beschließen, mit einem Tunnel an diese Leitungen heranzukommen. In Wien hatten sie damit schon einmal großen Erfolg. Ausgewertet wurden die Abhörprotokolle in der Geheimdienstzentrale in London. Leiter dieser Abteilung, George Blake. Als Agent des britischen Geheimdienstes arbeitet Blake während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland und Holland im Untergrund. Zum Aufbau eines Agentennetzes wird er Anfang der 50er Jahre nach Korea geschickt. Aus nächster Nähe erlebt er dort die Schrecken des Krieges. Als Resultat meiner Kriegserlebnisse in Korea änderte sich allmählich mein Selbstverständnis. Die Zerstörungen, die ich überall sah, waren so viel schwerer als die, die ich in Deutschland am Ende des Zweiten Weltkrieges gesehen hatte. Darüber verlor ich meinen christlichen Glauben. Als Geheimdienstmann war ich kein neutraler Außenseiter. Nein, ich war mittendrin. Ich war in diesem Krieg auf der Seite des Westens. Und doch fragte ich mich immer öfter, bin ich da auf der richtigen Seite? Eines Tages kam ich an den Punkt, da wusste ich, ich war auf der falschen Seite. Blake wird von den Nordkoreanern gefangen genommen. Im Lager gelingt es ihm, unbemerkt von seinen Kameraden, Kontakt zum sowjetischen Geheimdienst aufzunehmen.
Im April 1953 landet Blake mit anderen Heimkehrern aus dem Koreakrieg auf dem Londoner Flugplatz. Er wird als Held empfangen. Niemand ahnt, dass er inzwischen ein Agent des sowjetischen Geheimdienstes geworden ist. Der Secret Service macht ihn zum Leiter der Auswertungsabteilung. Wichtigstes Projekt in dieser Zeit, Operation Gold, der geplante Tunnel in Berlin. Zur Finanzierung dieses riesigen Unternehmens brauchen die Engländer die Amerikaner. Im Westberliner Randbezirk Rudow finden sie ideale Bedingungen. Dort verlaufen die Kabel nur 200 Meter neben der sowjetischen Sektorengrenze. Getarnt als Radarstation bauen die Amerikaner mehrere Gebäude und beginnen mit den Arbeiten am Tunnel. 1,5 Jahre graben sie, ohne zu ahnen, dass George Blake die Pläne schon verraten hat. It was very simple. The actual information was very simple. It was just. Eigentlich war es ganz einfach. Ich habe ihnen die Sektorengrenze gezeigt, die Schönefelder Chaussee, und dann eine Zeichnung gemacht. There was a cemetery to the right. Auf der rechten Seite gab es einen Friedhof. Das war ein guter Orientierungspunkt. Von dort aus habe ich eine Linie gezogen, am Friedhof vorbei bis zu der Straße, unter der die Kabel lagen. Das war schon die ganze Information. Es hat bis 1958 gedauert, bis wir das Material aus dem Tunnel vollständig ausgewertet hatten. In Moskau wissen nur wenige von der Abhöraktion. Der Schutz des KGB-Topspions George Blake hat absolute Priorität. Man unternimmt nichts. 11 Monate lauschen die Engländer und die Sowjets lassen lauschen. Sehr sorgfältig plant dann das KGB eine sozusagen zufällige Entdeckung des Tunnels. Mit gespielter Empörung wird in einer großen Propagandaaktion der angebliche Zufallsfund einer Fernmeldebrigade der Weltpresse vorgeführt. Journalisten aus aller Welt besichtigten den amerikanischen Spionagetunnel in Berlin-Altklinike. In der Nähe der Sektorengrenze auf dem Gebiet des demokratischen Sektors hatte die amerikanische Armee eine unterirdische Abhörzentrale eingerichtet, in der deutsche und sowjetische Telefonleitungen angezapft wurden. Betretenes Schweigen war die erste Reaktion der westlichen Presse, deren Vertreter hier den amerikanischen Blinddarm des Kalten Krieges betrachten. Anfang 1956 wird aus der Organisation Gehlen der Bundesnachrichtendienst BND. Für Gehlen eine persönliche Genugtuung. Konkurrierende Organisationen werden aufgelöst. Von der amerikanischen Spionageabwehr aber wird der neue Dienst weiterhin genau beobachtet. Es gibt Hinweise auf einen Doppelagenten. Der Verdacht konzentriert sich schon bald auf eine Person. Auf Heinz Felfe, alias Hans Friesen. Felfe hat seit seinem Eintritt in die Organisation Gehlen Ende 1951 eine glänzende Karriere gemacht und wird 1958 Chef der Gegenspionage. Gezielt hat der sowjetische Geheimdienst Felfes Karriere gefördert. Er spielt ihm Material zu, mit dem Felfe bei Gehlen glänzen kann. Das eröffnete natürlich auch dem KGB die Möglichkeiten, Informationen auszugeben, die die andere Seite irreführte, um sie zu täuschen. Das gehört zum Gewerbe der Geheimdienste, nicht nur aufzuklären, sondern auch die andere Seite zu täuschen, irre zu führen. Und insofern war das alles für die Sowjets natürlich sehr, sehr nützlich. 1961 wird Felfe durch einen Überläufer enttarnt und verhaftet. Eine schwere Niederlage für den BND und seinen Präsidenten Gehlen.
der Schaden dieser Sache war natürlich sehr groß. Es war das erste Mal, dass der Organisation bzw. dem BND zu der Zeit schon bewusst wurde, dass einer aus ihren Reihen verraten hatte. Das war psychologisch sehr, sehr schwerwiegend. Und Pfeiffer hatte auch Quellen des BND verraten. Auch in der DDR wird ein Geheimdienst gegründet. Aus bescheidenen Anfängen entwickelt sich ein gigantischer Apparat. Also eigentlich keiner war ausgebildet als Nachrichtendienstler. Die Älteren hatten Erfahrungen im konspirativen Kampf, in der Illegalität gegen das Hitlerregime oder waren in Spanien im Bürgerkrieg gewesen, hatten dort gegen Franco Spanien gekämpft. Naja, und ich war wie einige andere in Moskau oder besser gesagt damals in Baschkirien auf einer Schule der Komintern, also für diesen konspirativen Kampf ausgebildet, nicht für den Nachrichtendienst, sondern für die Erfüllung also politischer Aufgaben in Hitlerdeutschland. Markus Wolf wird 1923 im schwäbischen Hechingen als Sohn des berühmten Schriftstellers Friedrich Wolf geboren. 1934 emigriert die Familie auf der Flucht vor den Nazis in die Sowjetunion. Dort besucht er die Parteischule der Komintern. Zurück in Deutschland wird er 1956 Leiter der HVA, der Hauptverwaltung Aufklärung im Ministerium für Staatssicherheit. Markus Wolf war immer ein Sowjetmann. Er war nicht wirklich ein SED-Mann, er war nicht wirklich ein Ulbricht-Mann, sondern er war ein Sowjetmann. Und das ist seine Besonderheit. Die Stasi wurde nach dem Muster der sowjetischen Geheimdienste konstruiert und aufgebaut. Aber die Sowjets haben der Sache nie ganz getraut und haben immer sicherstellen wollen, dass sie ein paar Leute ihres besonderen Vertrauens dort haben. Und da war Markus Wolf sicher einer der wichtigsten. Karriere im eigentlichen Sinn macht er nicht. Von Anfang an steht Markus Wolf an der Spitze der DDR-Auslandsspionage und wird Stellvertreter von Stasi-Minister Mielke. Erfolgreich war seine Strategie, eigene Agenten in Führungszentren der bundesdeutschen Gesellschaft einzuschleusen. Mit der Präzision eines Schachspielers führt er seine rund 4000 Auslandsagenten. Nicht einfach für den BND dagegen zu halten. Man muss natürlich sagen, dass der BND in einer besonders schwierigen Situation war im Vergleich zu anderen westlichen Nachrichtendiensten. Weil ja die Grenze sozusagen in einer Richtung offen war. Es konnten ja die Leute immer aus dem Osten in den Westen kommen. Wir hatten auch keine separate Staatsangehörigkeit. Diese Menschen aus Ostdeutschland waren sofort Bundesbürger. Eskalation in Berlin. Am 13. August 1961 wird die Mauer gebaut. Der Osten wird abgeriegelt. Jede Flucht ein tödliches Risiko. Die Geheimdienste müssen sich umstellen. Mit der Mauer war das natürlich erstmal geschlossen, auch für uns geschlossen. Wir mussten also völlig neue Methoden erfinden. Wir mussten auch Dokumente fertigen, mit denen wir dann durch die Mauer kamen nach im Westen. Bis 1961 war der Zugang zur DDR unbeschränkt und der Bundesnachrichtendienst konnte gleichsam alles abschöpfen, was er abschöpfen wollte oder abschöpfen konnte. Nach 1961, nach dem Mauerbau, wurde das erheblich schwerer. Und man sagt mit Recht, man konnte leichter aufgrund der Rechtslage, der politischen Lage, Menschen, die in der DDR aufgewachsen waren oder aus dem Teil Deutschlands kamen, in die bundesrepublikanischen Einrichtungen steuern als umgekehrt. Die westlichen Militärmissionen aber dürfen sich, und das ist vertraglich geregelt, in der DDR frei bewegen. Das nutzen die Geheimdienste für ihre Aufklärungsarbeit. Militärisches Sperrgebiet darf nicht betreten werden. Filmen und Fotografieren ist verboten, aber genau das wollen sie. Es kommt zu einer Reihe von Zwischenfällen mit zum Teil tödlichem Ausgang. Reculez, reculez à fond, à fond, à fond, tout droit, à fond, à fond, à fond, à fond. Encore, encore, encore. Voilà.
genossen, ihr werdet nicht oft besungen. Nun ja, das wäre taktisch nicht gut. Günter Guillaume kehrt nach seiner Entlassung aus dem bundesdeutschen Gefängnis in die DDR zurück. Spionagechef Markus Wolf höchstpersönlich empfängt seinen erfolgreichsten Agenten. Günter. Michael. Willkommen daheim. Danke dir für alles. Wir danken dir, Günter. Erstmal herzlich willkommen. Alles, alles Gute zu Hause. Gut, dass die lange Zeit nun endlich zu Ende ist. So. Im Grunde genommen hat sich ja der Fall Guillaume, also schon das Einschleusen von Günter Guillaume ins Bundeskanzleramt, da war er ja noch lange nicht beim Bundeskanzler, fast ohne unser Zutun ergeben. 1956 siedelt das Ehepaar Guillaume in die Bundesrepublik über. In Frankfurt betreiben sie einen Café- und Tabakladen und treten auf Weisung der Stasi ein Jahr später in die SPD ein. Im Stadtrat wird Guillaume schon bald Geschäftsführer der Fraktion. Ich kann mich gut erinnern, Markus Wolf sagte damals zu mir, nun sieh zu, dass du dann an einem dranhängst, der dich mitzieht nach Bonn. 1969 wird Willy Brandt Bundeskanzler. Mit seiner neuen deutschen Ostpolitik erreicht er auch Entspannung mit der DDR. Nach erfolgreichem Bundestagswahlkampf wird der Ostagent Günter Guillaume 1972 Referent von Bundeskanzler Willy Brandt. Bis heute gibt es keine Konvention und keinen Ehrenkodex der Nachrichtendienste, dass man beim Staatsoberhaupt oder beim Ministerpräsidenten keinen Agenten haben dürfte. 1974 wird Guillaume verhaftet. Bundeskanzler Brandt übernimmt die politische Verantwortung und tritt zurück. Ein spektakulärer Spionagefall, aber ein politisches Eigentor der DDR. Zu dem Wissensstand von jetzt gehört eben, dass man weiß, dass man irgendwie doch von der alten Partei und Staatsführung in einem gewissen Sinne im Ganzen eingegliedert, nicht als Einzelner, aber im Ganzen eingegliedert, missbraucht wurde. Bonn, Sitz der Bundesregierung. In der kleinen Stadt am Rhein sprechen Ostagenten gezielt alleinstehende Sekretärinnen aus den Bundesämtern an. Dahinter steckt System. An einem schönen Sommertag 1968 lernt ein junger Mann aus der DDR, Franz Becker, die 32-jährige Sekretärin Margret Höke kennen. Sie arbeitet im Bundespräsidialamt, hält ihre Arbeit aber nicht für besonders wichtig. In dem Bundespräsidialamt, ja, da passieren ja nicht so hochwichtige Dinge, dachte ich. Der Bundespräsident ist einer der bestunterrichteten Diener dieses Staates. Und da partizipieren natürlich dann auch die Sekretärinnen und sonstigen Mitarbeitern. Und damit letztendlich sind die Informationen sehr wertvoll für die Gegenseite drüben. Ja, da gab es so vertrauliche Dinge, das passierte schon, nicht, dass ich dann da manchmal einen extra Durchdruck machte, ja. Im Laufe von mehr als 15 Jahren ihrer Agententätigkeit gehen mehr als 1000 Geheimvorgänge über ihren Schreibtisch, darunter auch Staatsgeheimnisse. Margret Höke will oder kann die Bedeutung dieser Papiere nicht erkennen. Für sie ist es doch ihre ganz alltägliche Arbeit, wie sie lächelnd bemerkt. Also es gab das sogenannte Romeo-System der DDR. Nun hatten diese Agenten einen ganz speziellen Auftrag. Und daher der Begriff Romeo. Das heißt, sie sollten versuchen, Kontakt zu bekommen mit älteren Damen, einsamen Damen, möglichst im Bonner Raum oder im Brüsseler Raum oder Luxemburg oder NATO eben. Und dann Kontakt aufbauen mit dem Ziel, eine Lebens- und Liebespartnerschaft aufzubauen. Ein derartiges Romeo-System kann es nur in einem geteilten Land geben. Eine Sprache, eine Geschichte und Kultur. Das erleichtert es den Agenten, die Frauen für sich zu gewinnen. Natürlich haben wir auch nicht verzichtet auf
die Methoden, die jeder Nachrichtendienst in der Welt anwendet, also auch finanzielle Angebote gemacht oder finanzielle Entgelt gegeben für die nachrichtendienstliche Tätigkeit oder eben auch die persönlichen Beziehungen, also diese nun berühmt oder berüchtigt gewordenen Romeo-Fälle, wobei dieser Begriff also nicht von uns stammt, er ist von den Medien erfunden worden. Und wir hatten auch keine Romeo-Schulen, wo also junge Männer speziell geschult wurden für diesen Zweck. Aber diese Methode spielte auch eine Rolle. Diese von mir eben bezeichnete Romeo-Methode ist von ein ureigenstes Kind der Stasi, der HVA, also der Aufklärung der DDR. Die haben diese ganzen Feinheiten ausgearbeitet und kannten dann auch die Mechanik. Die wussten genau, wie es lang lief. Um Margret Höke ihre Agententätigkeit zu erleichtern, bringt ihr Franz Becker eines Tages ein ganz besonderes Arbeitsgerät mit. Der berühmte Lippenstift, den man ja als Frau benutzt. Und durch eine kleine Drehung konnte man also den Lippenstift als Kamera benutzen. Ja, er hat mir gezeigt, wie das funktioniert. Und irgendwann habe ich das auch mal versucht. Die Kamera hat ein kleines Loch im Boden, durch das fotografiert wird. Die Sekretärin setzt sich vor das Dokument, was sie abfotografieren will, hält die Kamera senkrecht darüber und wenn sie den Lippenstift herausdreht, hört man ein leises Klicken. Die Aufnahme ist gemacht. Beim Hereindrehen des Lippenstiftes wird der Film transportiert und der Verschluss gespannt. Bei einer Rasterfahndung 1985 fällt der Name Franz Becker auf. Seine falsche Identität wird erkannt, denn der echte Franz Becker lebt in Südafrika. Das Melderegister ergibt dann eine Verbindung zu Margret Höke. Wir haben natürlich dann untersucht, ist Frau Höke eine Verwandte oder was? Und stellten fest, nein, überhaupt keine Beziehung. Und dann wurden die üblichen nachrichtendienstlichen Mittel angesetzt. Observation, also Beschattung oder auch nach entsprechender Genehmigung, Telefon und so weiter. Margret Höke wird enttarnt und verhaftet. Der Prozess findet 1987 im Oberlandesgericht Düsseldorf statt. Sie hält sich noch immer nicht für eine Agentin und ist davon überzeugt, dass sie für ein paar Durchschläge zu hart bestraft wurde. Meine Strafe, 8 Jahre Landesverrat. 8 Jahre. Neue Möglichkeiten für die HVA, Studenten aus der linken Szene. Das waren dann eher junge Menschen, möglichst aus etablierten Familien, also die zum Establishment gehörten, meist auch Studenten, die eine gute Perspektive hatten in dem, generell gesagt, bundesrepublikanischen Staatswesen, also auch eine entsprechende Position zu bekommen. Und wir haben auch viele aus dieser Generation gewonnen, weil es auch relativ leicht war, sie eben auf politischer, manche sogar ideologischer Basis anzusprechen. Ich war natürlich zutiefst unzufrieden mit vielen Dingen, die man nun gesehen hat und gelesen hat und mit dem amerikanischen Morden in Vietnam, mit dem Wiedererstarken der Faschisten in der Bundesrepublik. Dieses Abschreiben des anderen Deutschlands, der DDR, das habe ich also wirklich als einen geschichtlichen Fehler empfunden. Das hat mich also doch sehr eingenommen für die DDR. Gabriele Gast, wohlbehütet in Remscheid aufgewachsen, studiert sie in Aachen politische Wissenschaften und wird Mitglied der CDU. Ihre Doktorarbeit, die politische Rolle der Frau in der DDR. Bei ihren Recherchen in der DDR verliebt sie sich. Karl-Heinz ist Agent der Staatssicherheit. Er wird ihr Führungsoffizier. Für mich ist sie ein Symbol der deutschen Teilung. Menschen studieren in Deutschland, studieren den anderen Teil Deutschlands, sehen die Schwierigkeiten bei sich und wechseln ideologisch die Seiten. Und tun das mit einem subjektiv-moralischen Anspruch auf richtig, moralisch richtig gehandelt zu haben. Das ist ein Vorgang, der in Deutschland vielfach passiert ist. In den 70er Jahren bewirbt sie sich beim BND.
Sie hat gute Referenzen, übersteht alle Sicherheitsüberprüfungen und wird angestellt. 17 Jahre wird sie aus dem Innersten des Bundesnachrichtendienstes an die HVA berichten. Und das wird ihr erstaunlich leicht gemacht. Die Kontrollen des BND waren nicht besonders gefährlich. Sie wurden zu stereotyp durchgeführt. Das hatte man also sehr schnell dann gespannt, wie das Ganze ablief. Bei den männlichen Mitarbeitern wurden die in der Regel die Aktenkoffer kontrolliert, bei den weiblichen Mitarbeitern die Handtaschen. Selbst wenn ich als Frau eine Aktentasche dabei hatte, wurde meine Aktentasche nicht kontrolliert. Ihr Doppelleben hindert sie nicht am beruflichen Aufstieg, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Die Fülle der Informationen, die durch ihre Hände ging, hätte sie niemals übermitteln können. Durch ihre Zusammenfassung hat sie, wenn man so will, ein ganzes Referat oder fast eine analytische Abteilung bei uns ersetzt. Das war von höchster Güte, von höchster Qualität. Das Verhältnis mit Karl-Heinz zerbricht. Doch Gabriele Gast bleibt Agentin. Sie will dem anderen Deutschland weiterhelfen. Bald entwickelt sich eine enge persönliche Beziehung zu Spionagechef Wolf. Skrupel, ihre Kollegen in Pullach zu verraten, hat sie nur am Anfang. Als ich dann dort zu arbeiten anfing und sich also sehr rasch dann auch persönliche, freundschaftliche Beziehungen mit Kollegen herausbildeten, da ist mir das schon schwer gefallen, mit ihnen umzugehen. Und ich habe da also einfach eine gewisse Zeit gebraucht, bis das Ganze dann Routine wird, dass man also nicht, man macht sich ja nicht mehr ständig einen Kopf darüber, sondern sagt, gut, ich stehe hier auf dieser Seite der Barrikade, ihr steht auf der anderen Seite und jeder macht seinen Job. Wenn so der gegnerische Dienst, den man bearbeitet, selbst im Nest sitzt, ist das immer was Böses, nicht? Und insofern, naja, da muss man mit leben, nicht? Man muss Konsequenzen rausziehen, für die Zukunft das zu verhindern. Aber ich sage, sowas können Sie nicht verhindern. Nicht? Jedenfalls nicht in einer Demokratie, aber selbst in einer Diktatur. Ich denke an den Werner Stiller, da haben Sie es auch nicht. Der war ja dann bei uns der Mann. Da konnten Sie es auch nicht verhindern. Selbst bei den drastischen Strafen und dieser Ghetto-Situation. Oberleutnant Werner Stiller arbeitet von 1972 bis 1979 in der Abteilung Wissenschaft und Technik der HVA. Er bietet dem BND seine Dienste an. Bald ist ihm die Staatssicherheit auf den Fersen. Bekannt geworden ist das bei der Spionageabwehr. Das war die Hauptabteilung 2 im Ministerium für Staatssicherheit. Die bearbeiteten in Thüringen, in Oberhof, eine Serviererin in einem Hotel, dass sie möglicherweise für den BND tätig war. Und das war dann später auch bestätigt worden. Und zu dieser Frau hatte Stiller Kontakt aufgenommen und verkehrte also auch mit ihr. Gab also ein Liebesverhältnis. Das wurde dann bei der Spionageabwehr eben bekannt. Und die haben nun auch Stiller als möglichen Verräter bearbeitet, ohne uns zu informieren. Das war das Unglück. Durch schnelle Flucht kommt Werner Stiller seiner Verhaftung zuvor. Mit Blanko-Ausreisepapieren flüchtet er über den Bahnhof Friedrichstraße nach West-Berlin. In seinem Gepäck zwei Koffer mit 20.000 Dokumenten auf Mikrofilm. Über 50 DDR-Agenten werden daraufhin in Deutschland und Österreich enttarnt. Der Überläufer Werner Stiller ist der größte Erfolg des BND. So zwei Koffer ist so symbolisch natürlich eine gute Sache, aber das Wissen, das er im Kopf trägt, also innerhalb des Kopfes, die Netzwerke, die er kannte und die Personen und die Erkenntnisse über die Spionageaktivitäten im Westen, waren natürlich der größere Teil des Wertes dieses Mannes, der für die westdeutschen Dienste gearbeitet hat. Werner Stiller wird in der DDR in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Nach Aufenthalten in den USA und Deutschland lebt er heute anonym in Budapest. Ein Mann wie er ist natürlich gefährdet, denn Sie dürfen nicht vergessen, es gibt noch viele Hunderte von ehemaligen Stasi-Mitarbeitern, die dem Mann natürlich feindlich gesonnen sind. Ja, aus irgendwelchen Loyalitätsgefühlen aus alter Zeit. Ja, das sind ja auch Leute, die selber noch ihre alten Überzeugungen und ihre alte Propaganda bis auf den heutigen Tag vertreten. Ja.
Und da ist es nicht auszuschließen, dass ihm von daher Gefahr droht. Solche Leute sind gefährdet und solche Morde an solchen Überläufern sind immer wieder passiert. Für die einen ein Held, für die anderen ein Verräter. Die Bewertung von Spionen ist immer eine Frage des Standpunkts. Das NATO-Hauptquartier in Brüssel. Hier erschüttert ein Mann das ganze westliche Verteidigungsbündnis. Sein Deckname Topaz. Er liefert der DDR Planungsunterlagen der höchsten Geheimhaltungsstufe, Fachbegriff MC-161. Dieses MC-161 war im Grunde genommen das Kondensat des Gesamtwissens der NATO oder der NATO-Mitgliedsländer über die Warschauer Vertragsländer und über, insbesondere über die Sowjetunion. Und das können Sie sich vorstellen, das war ein riesiges Dokument, Cosmic Top Secret. Durfte man normalerweise auch nur in der Registratur einsehen, das konnte man nicht mit ans Büro nehmen. Rainer Rupp wächst in Saarburg auf und studiert in Mainz Volkswirtschaft. Sein Berufswunsch Entwicklungshelfer. Er ist ein klassischer 68er. Aus politischer Überzeugung kommt es zur Zusammenarbeit mit dem DDR-Geheimdienst. 1977 bewirbt er sich ganz normal bei der NATO und wird zur Überraschung seines Führungsoffiziers auch genommen. Im Dezember 1979 beschließt die NATO, neue Raketensysteme zu installieren. Die Cruise Missile kann vom gegnerischen Radar nicht erfasst werden und ermöglicht daher keine Vorwarnzeit. Die neue Mittelstreckenrakete Pershing 2 trifft ihre Ziele präzise, auch unter der Erde. Damit wäre ein atomarer Erstschlag möglich. Die strategische Planung der NATO sieht einen Erstschlag jedoch nicht vor. Der DDR-Geheimdienst ist von Topspion Topaz darüber informiert. Doch Moskau hat auch andere Quellen. Und die melden höchst Beunruhigendes für KGB-Chef Kryuschkov. Sie hatte nur ein Thema und das war dieses Thema, dass eben der atomarer Erstschlag der NATO geplant sei und möglicherweise unmittelbar bevorsteht. Sprich, der Dritte Weltkrieg ist unmittelbar, also der Dritte Weltkrieg kann unmittelbar ausbrechen. Знаете, тут ответ, мне кажется, очень простой. Wissen Sie, die Antwort ist sehr einfach. Wenn der Vertreter der amerikanischen Führung sagt, dass der atomare Erstschlag nicht ausgeschlossen ist, was kann man da schon denken? Man muss davon ausgehen. In den amerikanischen Plänen war die atomare Bedrohung präsent, darunter auch der Erstschlag. Es war für uns unmöglich, etwas anderes zu denken. Nun stand das wirklich im Widerspruch zu unseren Informationen, die wir vorwiegend von Rainer Rupp direkt aus der NATO-Zentrale erhielten und nach denen also ein unmittelbarer Erstschlag, Atomwaffenerstschlag, überhaupt nicht geplant war. Hat Rainer Rupp alias Topaz mit seinem Verrat den Weltkrieg verhindert? Er kann sich zumindest auf die Einschätzung des ehemaligen CIA-Chefs von Osteuropa berufen. Und der bestätigte also die HVA, aber insbesondere auch den Quellen in der NATO, dass sie halt eben zur Stabilisierung des Friedens in einer sehr prekären Zeit maßgeblich beigetragen haben. Verrat ist Verrat und wenn es dann nicht nur Verrat an einem eigenen Lande, sondern an einer Staatengemeinschaft ist, dann ist er noch gravierender. Und ob es da neben irgendwelche nützlichen Nebenwirkungen gegeben hat, will ich nicht in Frage stellen, aber ich würde in diesem Zusammenhang das sehr niedrig hängen und sagen, es mag sein, dass das eine oder andere zur realistischeren Betrachtung dessen, was das Nordatlantische Bündnis ist, beigetragen hat, aber das Wesentliche ist, Verrat ist Verrat und es hat großen Schaden Deutschland getan und es hat großen Schaden dem Nordatlantischen Bündnis getan. Die Glienicker Brücke, Symbol der Teilung Deutschlands.
Ein historischer Ort, ein politisches Geschäft. 4 Agenten Ost im Austausch gegen 25 Agenten West. War die Hauptabteilung Aufklärung den westlichen Diensten überlegen? Überlegenheit des DDR-Dienstes über die Bundesrepublik, ja. Aber dafür habe ich auch Gründe. Warum? Sie hatten ja, der DDR hatte keine Grenzen. Grenzenlose Überwachung, also Telefon abhören. Sie kennen die Aufbau der Telefonlinie, die jedes Gespräch hier im Westen mitlauschen können, aber nicht nur hier, sondern die Post an die eigenen Bürger abfangen. Und sobald nur der geringste Verdacht war, denken Sie an die Abwäscher drüben, die Künstler, die Schriftsteller, verwanzt das Haus, sie konnten sich nicht mehr bewegen, sie waren bespitzelt. Das kann eine Diktatur, aber nicht eine Demokratie, Gott sei Dank nicht. Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer. Im Januar 1990 stürmen Bürger der DDR das Ministerium für Staatssicherheit, das Ende der gefürchteten Stasi-Zentrale. Markus Wolf flieht nach Moskau. 2 Jahre später stellt er sich den bundesdeutschen Behörden. 1993 wird Markus Wolf durch das Oberlandesgericht Düsseldorf wegen Landesverrats zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Die Haftstrafe muss er nicht antreten. 1995 wird das Urteil vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben. 1991 wird Gabriele Gast wegen Landesverrats zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Sie kommt nach 3,5 Jahren frei. 1993 wird Rainer Rupp verhaftet und ein Jahr später zu 12 Jahren Haft verurteilt. Im Jahre 2000 wird er entlassen. Ich habe in einer bestimmten politischen Konstellation und Situation gehandelt. Und in dieser würde ich natürlich mit der Sichtweise und dem Denken würde ich genauso wieder handeln. Ich stehe dazu und würde es in einer ähnlichen Situation, wenn in einer solchen Konstellation, auch nochmal machen. Da habe ich, ich stehe dazu. Und es gab auch noch wenig rein kommunistisch-sozialistisch überprüfte, motivierte Leute. Das Regime in der DDR brauchte also auch noch die sogenannten bürgerlichen Fachleute. Und die zu werben war verhältnismäßig einfach. Nach erfolgreicher Anwerbung durch die Organisation Gehlen macht Walter Gramsch in der DDR-Hierarchie Karriere. Sein Chef ist der Staatssekretär Ernst Wollweber, Gehlens Gegenspieler im Osten. Elli Batschatis arbeitet als Sekretärin beim DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl. Über ihren Schreibtisch wandern Regierungsprotokolle und Weisungen des Politbüros. Der Antikommunist Hermann Kastner bringt es sogar zum stellvertretenden Ministerpräsidenten der DDR. Mit ihm hofft man, aktiv in die DDR-Politik eingreifen zu können. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 aber verändert alles. Als die Situation außer Kontrolle gerät, ruft Parteichef Ulbricht die Rote Armee. Die Staatsmacht siegt und schlägt zurück. Neuer Minister für Staatssicherheit wird Ernst Wollweber. Mit allen Mitteln bekämpft er den westdeutschen Klassenfeind, vor allem seinen Gegenspieler Reinhard Gehlen. Und es wurde eine Riesenkampagne gestartet, um Gehlen, um seine Organisation, seine Arbeit und ihn persönlich zu diskreditieren. Mit Schauprozessen und so weiter. Also die ganze Palette. Auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin packt der Doppelagent Hans-Joachim Geier aus. Im Zeichen meiner Aufrichtigkeit übergebe ich alle Geheimdokumente, die sich in der Westberliner Spionagedienststelle X9592 der Spionageorganisation Gehlen befanden, den zuständigen Organen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Er verrät Einzelheiten über Struktur und Arbeitsweise der Organisation Gehlen. Hunderte von Gehlens Agenten werden enttarnt und verhaftet.
Eli Batschatis, die Sekretärin von Otto Grotewohl, wird der Spionage angeklagt und 1955 hingerichtet. Ein schwerer Schlag für die Organisation Gehlen. In den Westen absetzen können sich nur Gramsch und Kastner. Noch können sich die Menschen aus Ost und West in Berlin frei bewegen. Die geteilte Stadt ist die Drehscheibe für Agenten und Spione. Laut einer Einschätzung der britischen Abwehr arbeitet jeder zweite Berliner für einen Geheimdienst. Auch die Organisation Gehlen hat Agenten in Berlin, obwohl es der Vier-Mächte-Status eigentlich nicht erlaubt. Das besondere Interesse der Neid prädestiniert, du hast ja schon die Eintrittskarte für die westdeutschen Geheimdienste in der Tasche, deine Zugehörigkeit zum Reichssicherheitsamt, deine Tätigkeit im Kriege auf dem Gebiet der Nachrichteninformationsbeschaffung prädestiniert dich ja. Bleib doch dort. Dort kannst du es viel mehr nützen als hier. Die Teilung Deutschlands nimmt Gestalt an. Im Westen beschließen die Besatzungsmächte die Gründung eines demokratischen deutschen Staates. Im August 1949 wählen die Deutschen ihre ersten Bundestagsabgeordneten. Am 15. September wird Konrad Adenauer erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wie Gehlen sieht Adenauer die junge Republik vor allem durch die Sowjetunion bedroht. In Ostdeutschland veranlasst die östliche Besatzungsmacht im Oktober 1949 die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, eine gelenkte Volksdemokratie nach sowjetischem Vorbild. Immer mehr Menschen kehren dieser Republik den Rücken und fliehen in den Westen. Die Unzufriedenheit mit den politischen und wirtschaftlichen Lebensverhältnissen wächst. Die Organisation Gehlen war tatsächlich in der Zeit sehr erfolgreich. Es war eine Möglichkeit, Widerstand zu leisten, innerhalb der DDR vor allem, für Gehlen zu arbeiten. Es gab ja noch relativ viele Bewegungsmöglichkeiten. Es gab auch noch sehr viele Bindungen, alte Kameradschaften oder familiäre Bindungen, die man nutzen konnte. Und es gab auch noch wenig rein kommunistisch-sozialistisch überprüfte, motivierte Leute. Das Regime in der DDR brauchte also auch noch die sogenannten bürgerlichen Fachleute. Und die zu werben war verhältnismäßig einfach. Nach erfolgreicher Anwerbung durch die Organisation Gehlen macht Walter Gramsch in der DDR-Hierarchie Karriere. Sein Chef ist der Staatssekretär Ernst Wollweber, Gehlens Gegenspieler im Osten. Eli Batschatis arbeitet als Sekretärin beim DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl. Über ihren Schreibtisch wandern Regierungsprotokolle und Weisungen des Politbüros. Der Antikommunist Hermann Kastner bringt es sogar zum stellvertretenden Ministerpräsidenten der DDR. Mit ihm hofft man, aktiv in die DDR-Politik eingreifen zu können. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 aber verändert alles. Als die Situation außer Kontrolle gerät, ruft Parteichef Ulbricht die Rote Armee. Die Staatsmacht siegt und schlägt zurück. Sich ja der Fall Guillaume, also schon das Einschleusen von Günter Guillaume ins Bundeskanzleramt, da war er ja noch lange nicht beim Bundeskanzler, fast ohne unser Zutun ergeben. 1956 siedelt das Ehepaar Guillaume in die Bundesrepublik über. In Frankfurt betreiben sie einen Café- und Tabakladen und treten auf Weisung der Stasi ein Jahr später in die SPD ein. Im Stadtrat wird Guillaume schon bald Geschäftsführer der Fraktion. Ich kann mich gut erinnern, Markus Wolf sagte damals zu mir, nun sieh zu, dass du dann an einem dranhängst, der dich mitzieht nach Bonn. 1969 wird Willy Brandt Bundeskanzler. Mit seiner neuen deutschen Ostpolitik erreicht er auch Entspannung mit der DDR. Nach erfolgreichem Bundestagswahlkampf wird der Ostagent Günter Guillaume 1972 Referent von Bundeskanzler Willy Brandt.
Bis heute gibt es keine Konvention und keinen Ehrenkodex der Nachrichtendienste, dass man beim Staatsoberhaupt oder beim Ministerpräsidenten keinen Agenten haben dürfte. 1974 wird Guillaume verhaftet. Bundeskanzler Brandt übernimmt die politische Verantwortung und tritt zurück. Ein spektakulärer Spionagefall, aber ein politisches Eigentor der DDR. Zu dem Wissensstand von jetzt gehört eben, dass man weiß, dass man irgendwie doch von der alten Partei und Staatsführung in einem gewissen Sinne im Ganzen eingegliedert, nicht als Einzelner, aber im Ganzen eingegliedert, missbraucht wurde. Bonn, Sitz der Bundesregierung. In der kleinen Stadt am Rhein sprechen Ostagenten gezielt alleinstehende Sekretärinnen aus den Bundesämtern an. Dahinter steckt System. An einem schönen Sommertag 1968 lernt ein junger Mann aus der DDR, Franz Becker, die 32-jährige Sekretärin Margret Höke kennen. Sie arbeitet im Bundespräsidialamt, hält ihre Arbeit aber nicht für besonders wichtig. In dem Bundespräsidialamt, ja, da passieren ja nicht so hochwichtige Dinge, dachte ich. Der Bundespräsident ist einer der bestunterrichteten Diener dieses Staates. Und da partizipieren natürlich dann auch die Sekretärinnen und sonstigen Mitarbeitern. Und damit letztendlich sind die Informationen sehr wertvoll für die Gegenseite drüben. Ja, da gab es so vertrauliche Dinge, das passierte schon, nicht, dass ich dann da manchmal einen Durchdruck, einen extra Durchdruck. Sie gezeigt, die Schönefelder Chaussee, und dann eine Zeichnung gemacht. There was a cemetery. Auf der rechten Seite gab es einen Friedhof. Das war ein guter Orientierungspunkt. Von dort aus habe ich eine Linie gezogen. Am Friedhof vorbei bis zu der Straße, unter der die Kabel lagen. Das war schon die ganze Information. Es hat bis 1958 gedauert, bis wir das Material aus dem Tunnel vollständig ausgewertet hatten. In Moskau wissen nur wenige von der Abhöraktion. Der Schutz des KGB-Topspions George Blake hat absolute Priorität. Man unternimmt nichts. 11 Monate lauschen die Engländer und die Sowjets lassen lauschen. Sehr sorgfältig plant dann das KGB eine sozusagen zufällige Entdeckung des Tunnels. Mit gespielter Empörung wird in einer großen Propagandaaktion der angebliche Zufallsfund einer Fernmeldebrigade der Weltpresse vorgeführt. Journalisten aus aller Welt besichtigten den amerikanischen Spionagetunnel in Berlin-Altklinike. In der Nähe der Sektorengrenze auf dem Gebiet des demokratischen Sektors hatte die amerikanische Armee eine unterirdische Abhörzentrale eingerichtet, in der deutsche und sowjetische Telefonleitungen angezapft wurden. Betretenes Schweigen war die erste Reaktion der westlichen Presse, deren Vertreter hier den amerikanischen Blinddarm des Kalten Krieges betrachten. Anfang 1956 wird aus der Organisation Gehlen der Bundesnachrichtendienst BND. Für Gehlen eine persönliche Genugtuung. Konkurrierende Organisationen werden aufgelöst. Von der amerikanischen Spionageabwehr aber wird der neue Dienst weiterhin genau beobachtet. Es gibt Hinweise auf einen Doppelagenten. Der Verdacht konzentriert sich schon bald auf eine Person. Auf Heinz Felfe, alias Hans Friesen.
Actually, it lasted until. Es hat bis 1958 gedauert, bis wir das Material aus dem Tunnel vollständig ausgewertet hatten. On all the material that came from the tunnel. In Moskau wissen nur wenige von der Abhöraktion. Der Schutz des KGB-Topspions George Blake hat absolute Priorität. Man unternimmt nichts. 11 Monate lauschen die Engländer und die Sowjets lassen lauschen. Sehr sorgfältig plant dann das KGB eine sozusagen zufällige Entdeckung des Tunnels. Mit gespielter Empörung wird in einer großen Propagandaaktion der angebliche Zufallsfund einer Fernmeldebrigade der Weltpresse vorgeführt. Journalisten aus aller Welt besichtigten den amerikanischen Spionagetunnel in Berlin-Altklinike. In der Nähe der Sektorengrenze auf dem Gebiet des demokratischen Sektors hatte die amerikanische Armee eine unterirdische Abhörzentrale eingerichtet, in der deutsche und sowjetische Telefonleitungen angezapft wurden. Betretenes Schweigen war die erste Reaktion der westlichen Presse, deren Vertreter hier den amerikanischen Blinddarm des Kalten Krieges betrachten. Anfang 1956 wird aus der Organisation Gehlen der Bundesnachrichtendienst BND. Für Gehlen eine persönliche Genugtuung. Konkurrierende Organisationen werden aufgelöst. Von der amerikanischen Spionageabwehr aber wird der neue Dienst weiterhin genau beobachtet. Es gibt Hinweise auf einen Doppelagenten. Der Verdacht konzentriert sich schon bald auf eine Person. Auf Heinz Felfe, alias Hans Friesen. Felfe hat seit seinem Eintritt in die Organisation Gehlen Ende 1951 eine glänzende Karriere gemacht und wird 1958 Chef der Gegenspionage. Gezielt hat der sowjetische Geheimdienst Felfes Karriere gefördert. Er spielt ihm Material zu, mit dem Felfe bei Gehlen glänzen kann. Das eröffnete natürlich auch dem KGB die Möglichkeiten, Informationen auszugeben, die die andere Seite irreführte, um sie zu täuschen. Das gehört zum Gewerbe der Geheimdienste, nicht nur aufzuklären, sondern auch die andere Seite zu täuschen, irre zu führen. Und insofern war das alles für die Sowjets natürlich sehr, sehr nützlich. 1961 wird Felfe durch einen Überläufer enttarnt und verhaftet. Eine schwere Niederlage für den BND und seinen Präsidenten Gehlen. Der Schaden dieser Sache war natürlich sehr groß. Es war das erste. Die HVA, Studenten aus der linken Szene. Das waren dann eher junge Menschen, möglichst aus etablierten Familien, also die zum Establishment gehörten, meist auch Studenten, die eine gute Perspektive hatten in dem, generell gesagt, bundesrepublikanischen Staatswesen, also auch eine entsprechende Position zu bekommen. Und wir haben auch viele, ich würde sagen viele aus dieser Generation gewonnen, weil es auch relativ leicht war, sie eben auf politischer, manche sogar ideologischer Basis anzusprechen. Ich war natürlich zutiefst unzufrieden mit vielen Dingen, die man nun gesehen hat und gelesen hat und mit dem amerikanischen Morden in Vietnam, mit dem Wiedererstarken der Faschisten in der Bundesrepublik. Dieses Abschreiben des anderen Deutschlands, der DDR, das habe ich also wirklich als einen geschichtlichen Fehler empfunden. Das hat mich also doch sehr eingenommen für die DDR. Gabriele Gast. Wohlbehütet in Remscheid aufgewachsen, studiert sie in Aachen politische Wissenschaften und wird Mitglied der CDU. Ihre Doktorarbeit, die politische Rolle der Frau in der DDR. Bei ihren Recherchen in der DDR verliebt sie sich. Karl-Heinz ist Agent der Staatssicherheit. Er wird ihr Führungsoffizier. Für mich ist sie ein Symbol der deutschen Teilung. Menschen studieren in Deutschland, studieren den anderen Teil Deutschlands, sehen die Schwierigkeiten bei sich und wechseln ideologisch die Seiten und tun das mit einem subjektiv moralischen Anspruch auf richtig moralisch richtig gehandelt zu haben. Das ist ein Vorgang, der in Deutschland vielfach passiert ist.
In den 70er Jahren bewirbt sie sich beim BND. Sie hat gute Referenzen, übersteht alle Sicherheitsüberprüfungen und wird angestellt. 17 Jahre wird sie aus dem Innersten des Bundesnachrichtendienstes an die HVA berichten. Und das wird ihr erstaunlich leicht gemacht. Die Kontrollen des BND waren nicht besonders gefährlich. Sie wurden zu stereotyp durchgeführt. Das hatte man also sehr schnell dann gespannt, wie das Ganze ablief. Bei den männlichen Mitarbeitern wurden die in der Regel die Aktenkoffer kontrolliert. Bei den weiblichen Mitarbeitern die Handtaschen. Selbst wenn ich als... Sinn macht er nicht. Von Anfang an steht Markus Wolf an der Spitze der DDR-Auslandsspionage und wird Stellvertreter von Stasi-Minister Mielke. Erfolgreich war seine Strategie, eigene Agenten in Führungszentren der bundesdeutschen Gesellschaft einzuschleusen. Mit der Präzision eines Schachspielers führt er seine rund 4000 Auslandsagenten. Nicht einfach für den BND dagegen zu halten. Man muss natürlich sagen, dass der BND in einer besonders schwierigen Situation war im Vergleich zu anderen westlichen Nachrichtendiensten, weil ja die Grenze sozusagen in einer Richtung offen war. Es konnten ja die Leute immer aus dem Osten in den Westen kommen. Wir hatten auch keine separate Staatsangehörigkeit. Diese Menschen aus Ostdeutschland waren sofort Bundesbürger. Eskalation in Berlin. Am 13. August 1961 wird die Mauer gebaut. Der Osten wird abgeriegelt. Jede Flucht ein tödliches Risiko. Die Geheimdienste müssen sich umstellen. Mit der Mauer war das natürlich erstmal geschlossen, auch für uns geschlossen. Wir mussten also völlig neue Methoden erfinden. Wir mussten auch Dokumente fertigen, mit denen wir dann durch die Mauer kamen nach im Westen. Bis 1961 war der Zugang zur DDR unbeschränkt und der Bundesnachrichtendienst konnte gleichsam alles abschöpfen, was er abschöpfen wollte oder abschöpfen konnte. Nach 1961, nach dem Mauerbau, wurde das erheblich schwerer. Und man sagt mit Recht, man konnte leichter aufgrund der Rechtslage, der politischen Lage, Menschen, die in der DDR aufgewachsen waren oder aus dem Teil Deutschlands kamen, in die bundesrepublikanischen Einrichtungen steuern als umgekehrt. Die westlichen Militärmissionen aber dürfen sich, und das ist vertraglich geregelt, in der DDR frei bewegen. Das nutzen die Geheimdienste für ihre Aufklärungsarbeit. Militärisches Sperrgebiet darf nicht betreten werden. Filmen und Fotografieren ist verboten, aber genau das wollen sie. Es kommt zu einer Reihe von Zwischenfällen mit zum Teil tödlichem Ausgang. Genossen, ihr werdet nicht oft besungen, nun ja, das wäre taktisch nicht gut. Günter Guillaume kehrt nach seiner Entlassung aus dem bundesdeutschen Gefängnis in die DDR zurück. Luxemburg oder NATO eben und dann Kontakt aufbauen mit dem Ziel, eine Lebens- und Liebespartnerschaft aufzubauen. Ein derartiges Romeo-System kann es nur in einem geteilten Land geben. Eine Sprache, eine Geschichte und Kultur. Das erleichtert es den Agenten, die Frauen für sich zu gewinnen. Natürlich haben wir auch nicht verzichtet auf die Methoden, die jeder Nachrichtendienst in der Welt anwendet, also auch finanzielle Angebote gemacht oder finanzielles Entgelt gegeben für die nachrichtendienstliche Tätigkeit oder eben auch die persönlichen Beziehungen, also diese nun berühmt oder berüchtigt gewordenen Romeo-Fälle, wobei dieser Begriff also nicht von uns stammt, er ist von den Medien erfunden worden. Und wir hatten auch keine Romeo-Schulen, wo also junge Männer speziell geschult wurden für diesen Zweck. Aber diese Methode spielte auch eine Rolle. Diese von mir eben bezeichnete Romeo-Methode ist von ein ureigenstes Kind der Stasi, der HVA, also der Aufklärung der DDR.
Die haben diese ganzen Feinheiten ausgearbeitet und kannten dann auch die Mechanik. Die wussten genau, wie es lang lief. Um Margret Höke ihre Agententätigkeit zu erleichtern, bringt ihr Franz Becker eines Tages ein ganz besonderes Arbeitsgerät mit. Der berühmte Lippenstift, den man ja als Frau benutzt. Und durch eine kleine Drehung konnte man also den Lippenstift als Kamera benutzen. Ja, er hat mir gezeigt, wie das funktioniert. Und irgendwann habe ich das auch mal natürlich mal versucht. Die Kamera hat ein kleines Loch im Boden, durch das fotografiert wird. Die Sekretärin setzt sich vor das Dokument, was sie abfotografieren will, hält die Kamera senkrecht darüber und wenn sie den Lippenstift herausdreht, hört man ein leises Klicken. Die Aufnahme ist gemacht. Beim Hereindrehen des Lippenstiftes wird der Film transportiert und der Verschluss gespannt. Bei einer Rasterfahndung 1985 fällt der Name Franz Becker auf. Seine falsche Identität wird erkannt, denn der echte Franz Becker lebt in Südafrika. Das Melderegister ergibt dann eine Verbindung zu Margret Höke. Wir haben natürlich dann untersucht, ist Frau Höke eine Verwandte oder was? Und stellten wir es, nein, überhaupt keine Beziehung. Und dann wurden die üblichen nachrichtendienstlichen Mittel angesetzt. Observation, also Beschattung oder auch nach entsprechender Genehmigung, Telefon und so weiter. Margret Höke wird enttarnt und verhaftet. Der Prozess findet 1987 im Oberlandesgericht Düsseldorf statt. Sie hält sich noch immer nicht für eine Agentin und ist davon überzeugt, dass sie für ein paar Durchschläge zu hart bestraft wurde. Meine Strafe, acht Jahre Landeskur. Das erleichtert es den Agenten, die Frauen für sich zu gewinnen. Natürlich haben wir auch nicht verzichtet auf die Methoden, die jeder Nachrichtendienst in der Welt anwendet, also auch finanzielle Angebote gemacht oder finanzielle Entgelt gegeben für die nachrichtendienstliche Tätigkeit oder eben auch die persönlichen Beziehungen, also diese nun berühmt oder berüchtigt gewordenen Romeo-Fälle, wobei dieser Begriff also nicht von uns stammt, er ist von den Medien erfunden worden. Und wir hatten auch keine Romeo-Schulen, wo also junge Männer speziell geschult wurden für diesen Zweck. Aber diese Methode spielte auch eine Rolle. Diese von mir eben bezeichnete Romeo-Methode ist von ein ureigenstes Kind der Stasi, der HVA, also der Aufklärung der DDR. Die haben diese ganzen Feinheiten ausgearbeitet und kannten dann auch die Mechanik. Die wussten genau, wie es lang lief. Um Margret Höke ihre Agententätigkeit zu erleichtern, bringt ihr Franz Becker eines Tages ein ganz besonderes Arbeitsgerät mit. Der berühmte Lippenstift, den man ja als Frau benutzt. Und durch eine kleine Drehung konnte man also den Lippenstift als Kamera benutzen. Ja, er hat mir gezeigt, wie das funktioniert. Und irgendwann habe ich das auch mal natürlich mal versucht. Die Kamera hat ein kleines Loch im Boden, durch das fotografiert wird. Die Sekretärin setzt sich vor das Dokument, was sie abfotografieren will, hält die Kamera senkrecht darüber und wenn sie den Lippenstift herausdreht, hört man ein leises Klicken. Die Aufnahme ist gemacht. Beim Hereindrehen des Lippenstiftes wird der Film transportiert und der Verschluss gespannt. Bei einer Rasterfahndung 1985 fällt der Name Franz Becker auf. Seine falsche Identität wird erkannt, denn der echte Franz Becker lebt in Südafrika. Das Melderegister ergibt dann eine Verbindung zu Margret Höke. Wir haben natürlich dann untersucht, ist Frau Höke eine Verwandte oder was? Und stellten wir es, nein, überhaupt keine Beziehung. Und dann wurden die üblichen nachrichtendienstlichen Mittel angesetzt. Observation, also Beschattung oder auch nach entsprechender Genehmigung, Telefon und so weiter. Margret Höke wird enttarnt und verhaftet. Der Prozess findet 1987 im Oberlandesgericht Düsseldorf statt. Sie hält sich noch immer nicht für eine Agentin und ist davon überzeugt, dass sie für ein paar Durchschläge zu hart bestraft wurde. Meine Strafe, acht Jahre Landesverrat. Acht Jahre. Neue Möglichkeiten für die HVA, Studenten aus der linken Szene. Das waren dann eher Geheimdienste nicht nur aufzuklären, sondern auch die andere Seite zu täuschen, irre zu führen. Und insofern war das alles für die Sowjets natürlich sehr, sehr nützlich.
1961 wird Felfe durch einen Überläufer enttarnt und verhaftet. Eine schwere Niederlage für den BND und seinen Präsidenten Gehlen. Der Schaden dieser Sache war natürlich sehr groß. Es war das erste Mal, dass der Organisation bzw. dem BND zu der Zeit schon bewusst wurde, dass einer aus ihren Reihen verraten hatte. Das war psychologisch sehr, sehr schwerwiegend. Und Felfer hatte auch Quellen des BND verraten. Auch in der DDR wird ein Geheimdienst gegründet. Aus bescheidenen Anfängen entwickelt sich ein gigantischer Apparat. Also eigentlich keiner war ausgebildet als Nachrichtendienstler. Die Älteren hatten Erfahrungen im konspirativen Kampf, in der Illegalität gegen das Hitlerregime oder waren in Spanien im Bürgerkrieg gewesen, hatten dort gegen Franco Spanien gekämpft. Naja, und ich war wie einige andere in Moskau oder besser gesagt damals in Baschkirien auf einer Schule der Komintern, also für diesen konspirativen Kampf ausgebildet, nicht für den Nachrichtendienst, sondern für die Erfüllung also politischer Aufgaben in Hitlerdeutschland. Markus Wolf wird 1923 im schwäbischen Hechingen als Sohn des berühmten Schriftstellers Friedrich Wolf geboren. 1934 emigriert die Familie auf der Flucht vor den Nazis in die Sowjetunion. Dort besucht er die Parteischule der Komintern. Zurück in Deutschland wird er 1956 Leiter der HVA, der Hauptverwaltung Aufklärung im Ministerium für Staatssicherheit. Markus Wolf war immer ein Sowjetmann. Er war nicht wirklich ein SED-Mann, er war nicht wirklich ein Ulbricht-Mann, sondern er war ein Sowjetmann. Und das ist seine Besonderheit. Die Stasi wurde nach dem Muster der sowjetischen Geheimdienste konstruiert und aufgebaut, aber die Sowjets haben der Sache nie ganz getraut und haben immer sicherstellen wollen, dass sie ein paar Leute ihres besonderen Vertrauens dort haben. Und da war Markus Wolf sicher einer der wichtigsten. Karriere im eigentlichen Sinn macht er nicht. Von Anfang an steht Markus Wolf an der Spitze der DDR-Auslandsspionage und wird Stellvertreter von Stasi-Minister Mielke. Erfolgreich war seine Strategie, eigene Agenten in Führungszentren der bundesdeutschen Gesellschaft einzuschleusen. Mit der Präzision eines Schachspielers führt er seine rund 4000 Auslandsagenten. Nicht einfach für den BND.